Bekanntmachen ist das Ziel der Aktion der Initiative Blickpunkt Alpha zusammen mit dem Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung. Betroffenen Mut machen, aus dem Verborgenen zu treten. Am 24. Mai wurde auf dem Naumburger Markt darüber informiert. Wir sind vor allem eingestellt dafür, dass wir Institutionen wie die Jobcenter, Arbeitsagenturen, aber auch Bildungsträger und andere, wie zum Beispiel Krankenhäuser, informieren und sensibilisieren zum Thema Lese- und Schreibschwierigkeiten bei Erwachsenen. Da geht es zunächst immer erstmal darum, dass die überhaupt wahrnehmen in diesen Institutionen, wenn sie Kontakt zu solchen Leuten haben, dass es sehr viele Leute gibt, die das Problem haben. Und wenn sie das vielleicht auch schon merken, dass sie dann aber auch einen Weg finden, auf das Problem zu reagieren und den Leuten entgegenzukommen. Oder ihnen, wenn sie denn schon so aufgeschlossen sind, auch Möglichkeiten aufzeigen, wie sie das Lernen nachholen können. Also dass es Lernangebote gibt, weil es immerhin über 7,5 Millionen Deutschsprachige gibt in Deutschland, die eigentlich nicht ausreichend lesen und schreiben können. Ja, sie können ganz normale Funktionen in der Gesellschaft nicht wahrnehmen. Sie können zum Beispiel auch Formulare nicht richtig ausfüllen. Die Ursachen für Lese- und Schreibschwächen sind nicht zwingend Legasthenie. Das soziale Umfeld spielt eine Rolle, aber auch in den Schulen wurde und wird nicht entsprechend reagiert, individuell gefördert und unterstützt. Es ist ja meistens so, dass in der Schulzeit der Zug an ihnen vorbeirauscht zum Lesen und Schreiben. Und es sind sich auch da alle einig, dass es ein viel flexibleres Modell fürs Lernen geben muss. Man kann auch sagen, mehrere Modelle in den Klassen gleichzeitig probiert werden müssen, um den einzelnen Schülern gerecht zu werden. Denn das ist dann, also das ist wirklich fatal, dass ganz, ganz verschiedene Kinder, die eigentlich alle dieselbe Chance hätten, durch eine einheitliche Struktur im Lernen, wo der Lehrer auch nicht auf Einzelne Rücksicht nehmen kann, sagen wir mal auch, dann durch die Raster fallen. Also da werden Kinder schon ganz früh abgehängt. Ja, es geht nicht um Leute, die schwerfällig lernen ihr ganzes Leben lang, sondern es geht um Kinder, die in einer bestimmten Zeit vielleicht einfach nicht in der Lage sind, diesem Lernmodell zu folgen und dann für immer abgehängt bleiben. Also da ist es sicher etwas, wo viel mehr getan werden müsste. Dies hat Auswirkungen auf die gesamte Biografie der Betroffenen. Es braucht viel Mut, aus der Deckung und Defensive zu kommen. Ja, wenn man in der Schule ist, dann kommt nicht mit, wenn die anderen schneller lesen. Es müsste mehr auf die Langsamgehenden eingegangen werden. Ja, dadurch, dass ich dann durch Zufall durch Jobcenter einen Kurs gemacht habe und dort gemerkt habe, dass es, wie man es geht, und die Lehrerin hatte, die langsam auf uns einging, und dadurch geht es etwas besser. Ich habe 2006 den Kurs gemacht. Ja, und dann durch Fachtagung über dieses Alphamobil und schon sind wir dann weiter in das Thema reingekommen. Ich bin zurzeit arbeitslos. Jetzt ist mir Voraussetzung ein Führerschein und meistens ist dann Computerkenntnisse oder andere Kenntnisse, die man dann nicht gleich vorweisen kann. Ja, auch dadurch, dass man ja hat, kriegt man das ja auch nicht bezahlt, also fällt ja das Geld ja auch dazu. Nicht bloß, dass man das nicht kann, gleich schaffen, sondern auch dieses Geld dazu. Ja, man müsste die Betroffenen vielleicht näher darauf eingehen, dass man sich mal mit denen zusammensetzt und sagt, wenn welche da sind, wir können jetzt einen Kurs machen, wir tun euch ein bisschen auffrischen. Wenn Geld da ist, dann sind die Kurse auch im Nu voll und dann auch gleich wieder zu Ende. Die werden nicht unterstützt. Ja, das Problem ist so ein bisschen die Förderung der Kurse. Das heißt, eigentlich muss ja immer eine Maßnahme da sein. Also nicht ein Kurs, der mit so und so vielen Stunden läuft, sondern es müsste immer ein Ort sein, wo jemand hingehen kann. Das ist so ein bisschen der Traum. Das gibt es zum Beispiel in Thüringen auch schon. Es gibt Lernwerkstätten und offene Lernangebote. Wir sind so ein bisschen auf die Förderung angewiesen. Das heißt, wir warten immer, wie wird der Kurs finanziert? Dann dauert der 100 Stunden und dann ist der zu Ende. Dann müssen wir schauen, wie geht's weiter. Das heißt, an diesen Strukturen müssen wir auch arbeiten. Dass wir nicht in Kursen denken, sondern in ständigen, stetigen Angeboten. Fehlt der Mut und die Unterstützung,
suchen sich Betroffene andere Wege, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Wir können feststellen, und das können wir natürlich auch nachlesen von den Biografien der Betroffenen, dass sie immer ein Umfeld haben, in dem irgendjemand diese Funktion mit übernommen hat. In dem Moment, wo da aber im System eine Störung kommt, sei es ist die Ehefrau, die sich scheiden lässt, oder sei es, dass der Großvater stirbt, der das bis dahin gemacht hat. Es gibt immer irgendeinen Mitwisser, nennen wir das auch. Das ist so ein Begriff, also ein Helfer, der aber eben sozusagen mit in dieses Lebenssystem dieser Leute gehört. Das wird von allen Erwachsenen kaschiert und die sind dann schon durch eine eigene Schule gelaufen sozusagen, die das auch gleich sagen, wenn sie ein Problem haben. Meistens hören die Leute im Jobcenter sowas wie, ich habe meine Brille vergessen oder ich habe jetzt wirklich meinen Arm gerade verknackst oder das mache ich immer zu Hause, geben Sie mir das Formular doch bitte mit. Im schlimmsten Fall kommen die Leute einfach nicht zu Terminen, weil es wieder darum geht, dass sie eine Weiterbildung machen sollen und sie wieder das Gefühl haben, das kann ich ja sowieso nicht leisten und auf keinen Fall zugeben wollen, dass das Problem dahinter steckt. Und das zum Beispiel damit umzugehen, dass man auch offensiv ist, das sagen Betroffene selber immer wieder, dass man doch bitte sie direkt darauf anspricht, das können sie nicht offenbaren, aber wenn man sagt, wenn sie ein Problem mit Lesen und Schreiben haben, dann kann ich ihnen helfen, das ist natürlich der erste Punkt, den derjenige machen kann, oder man sagt, ha, wir haben die Formulare jetzt auch in leichter Sprache. Und so geht es wieder um den Mut, daraus auszubrechen. Wir haben halt festgestellt, dass wir die Kurse seit vielen Jahren anbieten, dass wir aber immer Probleme haben, Teilnehmer in die Kurse zu bekommen, weil es doch ein sehr sensibles Thema ist, weil es ein Tabuthema ist. Und seit ungefähr einem halben Jahr sind wir in einem Projekt, das heißt Alpha Kommunal Transfer. Und dieses Projekt ist vom DVV, vom Deutschen Volkshochschulverband, und beschäftigt sich vor allem mit den Themen, dass wir die kommunale Grundbildungsplanung strategisch angehen, dass wir also schauen, von der Basis bis zur Verwaltungsspitze, wie können wir das Thema hier im Raum etablieren. Und wir sind beteiligt in Sachsen-Anhalt mit dem Burgenlandkreis, dem Saalekreis und dem Kreis Mansfeld-Südharz, und an den Volkshochschulen wird das dann sozusagen gelebt. Und ich bin jetzt hier die lokale Grundbildungsbeauftragte, heißt, ich kümmere mich um Netzwerke, und mit Blickpunkt Alpha zusammen auch schauen wir, wo können wir noch sensibilisieren, also Menschen, die mit Bürgern in Kontakt sind, dass sie auch eben sehr unkompliziert und einfach sagen können, es muss nicht sein, dass du dieses Problem hast, es gibt Möglichkeiten hier, geh doch mal dorthin, und dass wir schauen, dass wir jeden damit auffangen können. Weil wir gemerkt haben, wir haben immer zu sehr an den Buchstaben gehangen, also zu sagen A, B, C, schreiben lernen. Es ist aber viel mehr. Also jemand, der nicht richtig lesen und schreiben kann, ist auch von anderen Angeboten ausgegrenzt. Der möchte ja vielleicht auch mal einen Yogakurs machen oder mal was anderes machen, sodass wir diese Menschen auch mitnehmen wollen, Teilhabe lassen wollen, also dass sie mitmachen können an anderen Veranstaltungen der Volkshochschule. Wir schauen auch mit einem anderen Projekt, ESF Alpha heißt das, das ist aus dem ESF-Fonds, schauen wir, dass wir Maßnahmen im ländlichen Raum anbieten für Menschen, die schon vor Ort sind. Das heißt, keiner muss mehr in dieses Gebäude Volkshochschule kommen, sondern wir kommen auch zu den Gruppen hin, die vielleicht Bedarf angemeldet haben, sodass auch da Berührungsängste wegfallen, im Sinne von, ich muss wieder in eine Schule gehen.